Willkommen zurück zu einem weiteren Part bei Guild Wars 2. Ja, letzte Folge sind wir aus Draconis Moon zurück und sind nach Löwenstein am Gestande von Ohr. Sehr spannend fand ich die letzte Folge. Ich hoffe, sie hat euch soweit auch gefallen. Und ohne viel Zeit zu verlieren... Hallo, ich bin die Reisende, auf die ihr wartet. Genau, quatschen wir den Herrn mal an. Mir eine Passage nach Ohr zur Verfügung. Ich brauche eure Bordmarke. Ich besitze keine Marke. Ich habe keine erhalten. Aber Moment mal. Ich weiß, wie wir das lösen können. Vorstreiterin Kerida, bitte komm. Jemand von der glänzenden Klinge will mich nicht an Bord des Schiffes nach Ohr lassen. Oh, sehr formell. Ist dieser jemand von der glänzenden Klinge dort bei euch, Kommandeur? Ich benötige eine Bordmarke. Ich muss die Befehle befolgen. Hier spricht Vorstreiterin Kerida. Der Kommandeur befindet sich auf einer Mission der Klinge. Ihr werdet sie nach Ohr bringen. Code SBEJ1998. Ihr müsst nicht gleich schreien. Ich wollte es gerade sagen, das kriegen wir ja alles ab. Mir war nicht klar, geht an Bord, wenn ihr möchtet. Okay. Heißt, wir dürfen jetzt einfach hier... Wie cool. Ah, ich finde das ja so lustig. Oh, jetzt geht's schon los. Oh, wir kommen in ein neues Kartengebiet, die Zaubersängerländle. Bitte komm, Vorstreiterin. Wir haben gerade in Ohr angelegt. Vielen Dank für das Schiff. Habt ihr das Auge gefunden? Oh nein. Sollte ich etwa nach dem Auge suchen? Ihr beliebt wohl zu scherzen. Wusstet ihr, wie merkwürdig diese Inseln sind? Ich komme gerade von einem ziemlich zerlumpten Jahrmarkt, bei dem man versuchte, ein wild gewordenes Faultier einzufangen. So etwas kenne ich. Möchtet ihr nicht wissen, ob ich das Auge gefunden habe? Das ist nicht nötig. Da ihr gefragt habt, ob ich es gefunden habe, kann ich davon ausgehen, dass ihr es nicht habt. Ende. Okay, die ist sehr darüber erfreut, dass sie mit uns kooperiert bzw. zusammenarbeiten muss, weil sie macht einen sehr einzelgängerischen Eindruck auf mich und ist darüber nicht sehr erfreut. Ja, die Zaubersängeländle sind die letzte Karte. Lasst mich gucken. Genau, wir haben so viel 6 Karten mit der Erweiterung Lebendige Welt Staffel 3 bekommen. Und die ist eigentlich... Ich glaube, die geht bis hier hinten hin. Ich glaube, das ist diesmal eine ziemlich große Karte. Und wie bei jeder neuen Karte haben wir eigentlich immer am Anfang einen entfesselten Magiehändler, wo wir uns dann zum einen Schmuck, aber auch wieder die Portal-Schriftrolle Zaubersängeländle holen dürfen, als auch den Portal-Foliant. Und wie man hier links schon sehen kann, haben wir hier orianische Austern. So, wir haben hier drüben unser Sternchen. Seid gegrüßt, Wanderin. Seid ihr gekommen, um uns zu helfen, dieses verfluchte Land zurückzugewinnen? Ich fürchte nicht. Ich bin auf der Suche nach jemandem. Habt ihr Balthasar gesehen oder Berichte über ihn gehört? Oh, ich habe tatsächlich Gerüchte vernommen. Man habe das Wesen namens Balthasar hier gesehen. Die königlichen Geister tuscheln darüber. Wisst ihr, wo er hingegangen ist? Oder habt ihr das Auge von Yantir gesehen? Ein schwebendes... Das schwebende Pyramidenauge? Es kam vor gar nicht langer Zeit hier vorbei. Doch ich wagte mich nicht näher heran. Es war unterwegs ins Landesinnere. Ich schlage vor, ihr beginnt eure Suche bei Dagoneth, dem Erstgeborenen. Ihr findet ihn im Reliquiar der Melandru. Okay, den müssen wir jetzt finden. Wir haben bisher noch gar nichts von der Karte aufgedeckt. Jetzt haben wir was. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach an. Hier oben haben wir ein Panorama, das werden wir mal einen Überblick bekommen. Ich kenne die Karte so noch ein bisschen. Wir haben damals nicht sehr viel auf den Karten gemacht. Ich meine, es ist wieder für eine legendäre Sammlung was zu tun. Bin mir aber nicht ganz sicher.
okay, das war ein bisschen unheimlich. Man hat nichts gehört. Ich habe nur hin und wieder, glaube ich, so einen Luftstrom gehört. Aber das war ein bisschen spooky. Aber okay, gut. Wir haben ein Panorämchen schon. Was haben wir überhaupt? Wir haben, oh nein, stimmt, das war ja die Karte, wo wir eine Wegmarke nur haben. Was aber geht, man kann hier südöstlicher Schrein zum Teleportieren klicken. Genau, das ist wie auf, oh, wie heißt die eine Karte? Nieselwald? Genau, Nieselwaldküste. Da haben wir auch Supporter in der Art. Aber ich würde sagen, die nutzen wir erstmal noch nicht. Wir bahnen uns jetzt hier einfach mal so einen Weg durch. Ich finde, die Karte ist sehr, sehr schön. Ist erstmal grün und wird dann eher so, ja, ziemlich herunterkommend, finde ich. Macht es zumindest auf mich den Eindruck. So, da haben wir schon die ersten Entfesselten. Oh, wir haben ein Herzchen. Oh, ich hoffe, wir müssen jetzt nicht das Herzchen machen. Ich will nämlich nicht unbedingt Karte im Anschluss erkunden. was hier? Leylinienblünderer? Finde den erstgeborenen Dagonet. Hm, wo könnte der denn sein? Ah, da, stopp, 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 da ist er. Bist du... Ich traue meinen Augen kaum. Die Vernichterin Zaitans hier, um uns zu helfen, Orr zurückzugewinnen? Die Vernichterin Zaitans. Ich erinnere mich an euch. Ihr wart mir einmal sehr nützlich. Stimmt, das ist doch der, mit dem wir Rituale gemacht haben, aber ich oder? Ich suche Balthasar und das Auge von Yantir, ein schwebendes... Oh, wir wissen, was es ist. Sie waren beide hier, doch wo sie hingegangen sind, könnt ihr ihnen nicht folgen. Oh. Was steht dem im Weg? Das wichtigste Reliquiar, das des Abaddon, ist unzugänglich. Nur das Reliquiar der Milandro ist erleuchtet. So war es schon, als wir eintrafen. Darum studieren wir es. Dieser Ort war einst von Göttermagie erfüllt. Aber das ist ewige Zeit her. Diese Leylinie könnte die Quelle sein. Ich versuche mit Hilfe von Leylinien Magie Auferstandene wieder unter die Erde zu bringen, um Orr endlich zu reinigen. Taimi, wenn ich eine tragbare Quelle von Leylinien Magie finden wollte, wo würde ich danach suchen? Oh, ein Rätsel. Lasst mich mal sehen. Erinnert ihr euch noch an Spencer, meinen Chark-Organkumpel? Es hat sich herausgestellt, dass es noch andere wie ihn gibt. Ihr befindet euch bereits an einem Ort mit erhöhter Magiekonzentration. Sucht nach leuchtenden Kreaturen und schneidet ihnen das Ley-Organ heraus. Okay. Boah, das ist ja widerlich. Aber wenn es funktioniert? Wenn das Organ genug Magie enthält, sollte es die Auferstandenen vernichten. Zumindest theoretisch. Dagonet, seit wann ist es zulässig, ein Kind in seinem Bündel herumzutragen? Besiegt Leylinienblünderer und nutzt ihre magischen Organe zur Rückgewinnung von untoten Leichen. Also genau das, was man fürs Herzchen auch machen muss. Unser Herz habe ich fertig, aber ich habe hier keinerlei Fortschritt. So, wir haben jetzt hier eine richtige Leiche. Ah, okay. Okay, also es sind nicht die Leichen, die man hier schon so rumfliegen sieht zwischen uns, sondern es sind diese Leichen, die man kaputt machen muss. Und dann mit so einem Ley-Teil dann ja, zurückgewinnt, sage ich jetzt mal dazu. So, wenn man den jetzt schnell kaputt nehmen das Organ. Das waren doch die zwei, oder? Die wir gerade gemacht haben. Ja, okay. Okay, oh. Ich bin als zu denen, die da eh schon so rumlagen. Da vorne liegt ja so einer. Aber nee, das waren die nicht. Oh. Hätte ich noch weitere 100 Jahre gebraucht. Also ich habe jetzt die ganze Bubble da so ein bisschen abgesucht und geguckt und geguckt. Endlich gibt es Hoffnung für Ors Wiederbelebung. Ich bin euch für die Hilfe bei der Rückgewinnung sehr dankbar, Kommandeur. Ich bin noch nicht fertig. Ich brauche weitere Informationen über das Reliquiar des Abaddon.
Zur Blütezeit von Or enthielt dieser Ort, der Komplex, die Reliquiare der Götter. Als Hüter der Geheimnisse sicherte Abaddon die wertvollsten Schriftrollen, Erinnerungsstücke und Artefakte der Götter für sie. Die anderen Reliquiare müssen alle erleuchtet und die Verderbnis entfernt sein, ehe das des Abaddon sich öffnen lässt. Ich brauche eure Hilfe mit den Reliquiaren. Beginnt mit dem Reliquiar des Grent. Nutzt eure Leylinienmagie, um Saitans Seuche zu bannen. Das tue ich auf jeden Fall. Okay. Halleluja, das war jetzt doch ein bisschen kniffliger. Ich bin da wie so eine Irre durch die Gegend, habe die Viecher gekillt. Die anderen habe dann die Leichen, die halt da rumflogen. Wartet, ich kann es nicht. Wie gesagt, ihr habt sie ja gesehen, wo ich dann da stand. Aber das sind halt die richtigen Leichen. Okay, nächste Aufgabe. Wir müssen hier hinter weiter. Wir haben auf jeden Fall hier auf dem Weg ein Panorama und eine Sehenswürdigkeit. Ich würde sagen, wir versuchen die mal mitzunehmen. Wir haben hier hinten eine Sehenswürdigkeit. Mal gucken, ob wir da dran kommen. Ja, okay, die haben wir. Und hier oben. Oh, hier unten sind ja ganz viele Riesen. Die sehe ich ja eben erst. Und hier haben wir irgendwo ein Panorama. Genau, es ist halt am Anfang ziemlich schön grün und wird dann halt sehr schnell wie Ohr und aufgeladen. Wie heißt das Gebiet neben Ohr? Hier, die Fluchküste, genau. Halt so richtig runtergekommen und mit den ganzen Auferstandenen. Sieht schon sehr interessant aus. Schon krass. Da war wenigstens jetzt das Wasser zu hören. Normalerweise hört man immer was bei den Panoramenfahrten, aber bei der Karte irgendwie nicht. Das ist, ja, ungewohnt. Okay, finde das Reliquiar der Gen. Okay. Ich würde sagen, wir fliegen jetzt einfach mal hier weiter. Ich habe so den Eindruck, dass wir die ganzen Karten, die ganzen Herzchen machen müssen. Wir haben auf jeden Fall hier unten eine Sehenswürdigkeit. Die holen wir jetzt schon mal. Sonst muss ich wahrscheinlich im Anschluss vielleicht die Karte schon zu Ende erkunden. Wenn die... Kann ich denn jetzt nicht hochfliegen? Jetzt bin ich so blöd, um hochzufliegen. Da ist Königin... Aufgeladen. Ich weiß noch, als Or das großartigste Reich des Landes war. Und jetzt seht es euch an. Or wurde von einem unserer eigenen Visiere im Ozean versenkt, um uns vor den Char zu retten. Verstehe. Auch mein Volk hat seine Heimat verloren. Wegen Yormark. Meine Versuche, das Reliquiar zu erleuchten, waren vergebens. Saitans Seuchenmagie ist noch da. Ich kann die Erdungskristalle nicht aktivieren. Wie lang wird der Einfluss dieses verwünschten Drachen denn noch zu spüren sein? Ich könnte euch vielleicht helfen. Ihr seid ein sonderbares Wesen, nicht wahr? Viel Erfolg. Wie die da rumgrooven. So cool. Okay, wir haben hier hinten... Ah, das ist wie beim ersten Teil. Da brauchen wir von den Leyplünderern diese Kugel. Und dürfen dann die da reinschmeißen. Und zwar mit der Überlage, genau, mit der 4... Oder? Ach so, ich musste nur einmal. Ich dachte, ich hätte jetzt alle 4 machen müssen. Aufgeladen. Ihr habt es geschafft. Wir haben den unterbrochenen Magiefluss in Gang gebracht und das Reliquiar erleuchtet. Ich war im ganzen Leben noch nie so glücklich. Geht mit meinen besten Wünschen für euren weiteren Erfolg. Okay, schließt die Aufgabenregion des Gens ab. Finde das Reliquiar der Draenor, des Balthasars und der Lyser. Okay, ich vermute stark, dass hier das Herz so besiegt, entfesselte Gespenster. Setzt Leyli Magie zur Rückgewinnung ein. Okay, das dürfen wir wieder machen.
Wo ist denn hier so ein Plünderer? Hier. Gib mir mal dein Organ. Oh, jetzt sind sie schon weg. Darf ja nicht wahr sein. Ach, das geht... Ach, der war ja nur mal... Der war ja böse. Ich muss die gar nicht kaputt machen, oder was? Ich muss die gar nicht umbringen. Ich kann die einfach so... Nee. Scheint, geht das nur bei denen. Bitte komm, tatsächlich. Ich bin's. Das ist ja dann total easy, das Herz. Ihr wisst ja, wie man so sagt. Entfernen lässt die Liebe schmackhafter werden. Ich glaube, wow. Das heißt reifen. Entfernung lässt die Liebe reifen. Nein, so war das auf keinen Fall. Sie sind sich ja sehr sicher. Vergesst es. Ich bin dem Auge auf der Spur. Es ist hier. Ich habe zwei Quellen, die es unlängst gesehen haben. Das war ja kein Wettrennen. Ihr braucht gar nicht so selbstzufrieden zu klingen. Das sagt ihr bloß, weil ich es zuerst gefunden habe. Kommt ihr jetzt mit, oder was? Bald. Ich habe vor, in Götterfeld Halt zu machen und uns etwas Unterstützung zu beschaffen. Wartet auf mich. Ich mache keine Versprechungen. Ende. Und aus. Ja, ich glaube, mit der haben wir unseren Spaß noch. Okay, also das Herz, das war ja wirklich rucki-zucki. Oh, da liegt jemand tot. Oh, ihr habt mich aber viele auf einmal rangeholt. Wo ist der Drache? Ah, ist hier nicht dieses... Also irgendwie komme ich nicht mit der Leertaste hoch. Okay, jetzt gehen wir halt ohne irgendwas zu tun nach oben. Wo ist hier ein Drache? Die hat mir doch gerade ein Drache ins Ohr geschrien. Ich vermute, dass wir zum Herzchenhändler wieder müssen. Ah, da ist der Drache. Das Event kenne ich sogar. Das haben wir hin und wieder mitgemacht. Ich glaube, wir müssen jetzt... Oh mein Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Zu dem... Oh, hallo. Willkommen im Reliquiar der Drainer. Wo liegen die Antwort auf eure Frage ist? Nein, das glaube ich eher nicht. Wir alle sind auf der Suche nach etwas. Ob wir nun Abenteurer sind wie ihr oder Könige wie ich. Wenn es nicht Liebe ist, was sucht ihr dann? Benutzt die Artefakte! Ich bin auf der Suche nach Balthasar oder dem Auge von Yantir. Habt ihr sie gesehen? Ich liebe es, dass ihr mir diese Frage gestellt habt. Aber nein, habe ich nicht. Ich war zu sehr mit der Leitung der Bemühungen beschäftigt, die Luft hier zu reinigen. Solange diese großen Giftwolken in der Luft hängen, kann die Harmonie nicht wiederhergestellt werden. Lasst mich raten. Was ihr hier tut, ist ein Akt der Liebe. Oh, herrlich. Ihr habt's verstanden. Vielleicht helft ihr ja sogar mit. Ich sehe, ihr habt ein kleines bisschen Mehl in mir an der Nase. Dreht es doch bitte in Richtung des Gifts, ja? Es wirkt den Effekten entgegen. Okay, heißt, wir dürfen das Herzchen wieder machen. Gott, gehen wir hoch. Ich will hier nicht rein. Das war die Ley-Energie, die wir machen sollen. Okay, ich wusste, dass wir hier durch die Dinge irgendwie müssen. Ich will nicht hoch. Ich will hier rein. Und diesen Aufwind ist blöd. Hey! Lass mich mal dahinter. Hey! Hallo? Ach, das ist aber blöd. Dann kleide ich lieber. Hat es geklappt? Ich glaube schon. Ey, hier lang, hier lang. Hallo, ich will... Geh weg. Nein! Oh mein Gott. Ich sterbe noch wegen dem Drachen, der da ist. Und hier ist hier was? Was für Artefakte? Wen soll ich retten? Ich glaube, das hat alles was mit dem Meta zu tun, nicht mit unserer Aufgabe hier. Ich habe mir wieder die perfekte Zeit ausgesucht. Ich komme hier überhaupt nicht weg. Ich habe mir echt wieder die perfekte Zeit ausgesucht. Da ist noch was. Das hat funktioniert.
Nice. Okay. Und rettet mich. Oh, das ist so geil. Ich will hoch. Hier ist ein Aufwind. Wieso werde ich nicht hochkatapultiert? Okay, das ist auch ein Herz, was echt funny macht. Was auch echt lustig ist. Ja, jetzt bin ich wieder zu weit unten. Okay, machen wir es andersrum. Aufgeladen. Oh, okay, das war die falsche Taste. Ich wollte gerade mal gucken, was die 3 macht. Ja, was geht denn jetzt ab? Ah, das ist ja cool. Ich kann mich hier mit den Tasten besser vorbewegen. Das ist gut. Das ist cool, muss ich wirklich sagen. Okay, das haben wir. Ihr werdet nicht glauben, was gerade passiert ist, Kommandeur. Hört was denn? Ach, egal, ich kann es nicht abwarten. Braham hat mir einen Brief geschrieben. Oh, das ist gut. Möchtet ihr, dass ich ihn euch vorlese? Gerne. Möchtet ihr? Er schreibt, Tiny, was hat der Kommandeur mit Jormark gemacht? Die Klinge des Schicksals, meine Gilde, hatte ihn umzingelt. Und dann, plötzlich brüllte er vor Schmerz und zog sich ins Eis zurück. Okay. Hört auf, muss das denn jetzt sein? Ich kann mich nicht gleichzeitig um Balthasar und ihn kümmern. Er sagt, die Norn wollen, dass er Jormark tötet. Warum hat er bloß einen Keil in diesen Kern geschossen? Ich habe keine Zeit für seine Tobsuchtsanfälle. Er hat einfach nicht nachgedacht. Und um Erlaubnis gebeten hat er euch auch nicht. Ich hätte ihn vor dieser Geschichte beschützen können. Entweder er ändert seinen Kurs oder wir müssen ihn aufhalten. Aber da Jormark wieder schlummert, hat er ja gar keine Chance, ihn jetzt zu töten, oder? Ist er jetzt weg? Das hoffe ich. Sprecht mit ihm. Vielleicht könnt ihr ihn jetzt zur Vernunft bringen. Es ist nie zu spät für ihn, das Richtige zu tun. Ich weiß gar nicht, ob er noch die Wahl hat. Er steht unter großem Druck, weil er erst Legende gerecht werden muss. Und er ist noch so jung. Das stimmt. Älter als ihr. Nur körperlich. Tiny Ende. Die Tiny. Oh, Rox lässt schön grüßen. Dankeschön. Jetzt aber wirklich Ende. Okay. Also, das Herz war wirklich cool. Ich habe 1-2 Sekunden gebraucht, um durchzuverstehen, was hier Sache ist. Aber wir haben hier noch ein schönes Panoramchen. Das schauen wir uns noch an. Dann gehen wir zum nächsten Ort. Und ich vermute stark, dass wir alle Herzchen hier fertig kriegen. Und ich bin am Überlegen, ob ich dann ohne Voice für die nächste Folge vielleicht die Kartenerkundung schon mache. Und wer es will, kann es dann überspringen. Oder wer es nicht will, überspringt es. Und wer es gucken will, kann es sich dann anschauen. Auch wenn die Herzen jetzt sehr, sehr leicht waren. Wobei, ich muss am Ende mal gucken, wie ich noch Lust und Laune habe. Ich finde es so cool, dass wir automatisch nach oben katapultiert werden. Ich würde sagen, wir gucken einfach am Ende. Vor allem, wie spät es bei mir ist. Wie motiviert ich bin, sage ich jetzt mal. Aber das wäre halt jetzt noch so eine Möglichkeit. Aber wenn ich jetzt überlege, das waren jetzt 3-4 Minuten für die 3-4 Herzen, wenn man weiß, wie es geht. Okay, wo ist der Herzchentyp? Hier hinten irgendwo. Den würde ich ansprechen. Okay, was ich interessant finde, dass sie neuerdings diese Sprechzeichen drüber haben. Das meine ich, hatten sie damals nicht. Mein Herr Balthasar ist zurückgekehrt. Ich bin überglücklich. Bringt einen ins Grübeln, nicht wahr? Besser könnte es gar nicht sein. Bald wird Orr uns gehören und wir können die Götter überzeugen, zurückzukehren. Balthasar war ein willkommener Anblick. Ihr habt ihn gesehen? Hier? Oh ja. Er kam, um dieses Reliquiar zu besuchen. Und ich war die Erste, die ihn begrüßte. Er war sehr freundlich und bat mich, das Reliquiar am Leuchten zu halten. Doch als er ging, erlosch es. Diese umherirrenden Toten stören den Energiefluss. Wir müssen sie der Lava überantworten. Seinen Feuern. Helf mir. Sie der Lava überantworten? Das klingt eindeutig nach dem Balthasar, den ich kenne. Im Namen des Allmächtigen Balthasar.
Was ist denn jetzt hier Herzchenaufgabe? Besiegt Gegner, stoßt sie in Balthasars Lava und kanalisiert Ley-Energie in Reliquiar des Balthasars. Okay, wie kann ich die denn da reinstoßen? Wie geht das? Okay, ich würde sagen, wir fangen mal hier unten mit so einem Söldner an. Aufgeladen. Das hat funktioniert. Nice. Aufgeladen. Du bist nicht runtergefallen. Du bist ja der Knaller, ey. Eiskalt ist er da einfach sitzen geblieben. Oh, was ein Glück, unser Herz ist voll. Also es gibt scheinbar doch irgendwie einen Erfolg. Alle guten Dinge sind drei. So, wir machen jetzt das letzte und dann machen wir Schluss für die Folge. Und ich glaube, ich werde... Ich weiß nicht, soll ich die Karte noch erkunden? Soll ich das nächste Mal machen? Kommen wir hier durch, zufälligerweise? Machen wir die Herzchen und ich mache da eine neue Aufnahme für die nächste Folge und ich mache sie einfach nochmal neu. Also bis auf das Herzchen ging es ja eigentlich. Ich weiß, wir haben jetzt, glaube ich, noch ein Herzchen. Genau. Bei unserem letzten Sternchen. Ich hoffe, wir gehen in die richtige Richtung. Das war eigentlich auch ein sehr cooles Herzchen, meine ich. Wir haben hier diese Blünderer und die Teile. Aber ich würde sagen, wir sprechen erstmal mit unserem Herzchen. Ich glaube, das ist eine Königin wieder, oder? Genau. Was verschafft sich der Zutritt zu legen, Frage Königin Bahar von Orr? Ich will keinen Ärger machen. Ich möchte nur irgendwie ins Reliquiar des Abaddon, damit ich mit Balthasar sprechen kann. Balthasar ist ein unglücklicher Gott. Lange nach dem Exodus waren seine Anhänger diejenigen, denen die meisten Konflikte zuzuschreiben waren. Zu meinen Lebzeiten ist es uns nicht gelungen, den Frieden wiederherzustellen. Und soweit ich weiß, haben es auch meine Nachfahren nicht geschafft. Krieg ist unvermeidlich, nehme ich an. Und deshalb müssen wir mit so viel Güte wie möglich dagegenhalten. Wärt ihr wohl so gütig, uns zu helfen, die schreckliche Krankheit auszumerzen, die dieses Land befallen hat? Ist die hartnäckig? Ja. Habt ihr sie das gesehen, wie sie mir von hinten in den Rücken gestochen hat? Wir haben Lissas Quellen verunreinigt. Wir müssen sie zurückgewinnen. Geht. Verdient euch die Dankbarkeit einer Königin. Okay. Also ich muss sagen, das war eigentlich... ein recht cooles Herz, meine ich damals, soweit ich mich noch dran erinnern kann. Weil man kann hier einfach die Bösewichte zerstören. Wir versuchen das mal zu reinigen, wenn das funktioniert. Aufgeladen. Wow, unser Herz ist fast voll. Das war der Mega-Fortschritt. So, okay. Sagen, die letzten bekämpfen wir jetzt einfach. Nein, du gehst weg von mir. Nein, geh weg. Habt ihr das gesehen, wie hartnäckig dieser Hai ist? Geh weg. Lass mich in Ruhe. Kannst du irgendjemand anderes ärgern? Oder ärgert die Bösewichte hier? So, wo war da? Da ist noch so ein Teil. Das können wir noch machen. Mal gucken, ob unser Herzchen voll wird. Aber ich gehe stark von aus. Ja, wir haben es geschafft. Und wir haben sogar das Unterkapitel abgeschlossen. Sehr cool. Kommandeur, alles in Ordnung? Ja. Macht nichts, wenn ihr beschäftigt seid. Ich könnte auch was anderes machen, schätze ich. Ich bin hier, Timmy. Was ist denn los? Ich lasse die Simulation immer wieder laufen, um zu versuchen, unsere Theorie zu bestätigen. Ja. Und? Und mir ist klar geworden, was für eine riesige Zeitverschwendung es ist. Primordus und Jormak haben sich zurückgezogen. Okay. Da Balthasar sie nicht aufeinander loslassen kann, wird er seine Aufmerksamkeit einem anderen Drachen zuwenden. Einem anderen? Und es sind nur noch zwei Drachen übrig. Also muss es einer der zwei sein. Gut zu wissen. Wir reden weiter, wenn ich nicht mehr so beschäftigt bin. Ende und aus. Oh mein Gott. Okay. Aber gut, ja, für die heutige Folge machen wir Schluss. Entweder werde ich euch in einem relativ doppelter Geschwindigkeit Video die Kartenerkundung hinten dran packen oder ihr seht sie dann im nächsten Pack. Diesmal ohne Gequatsche, sondern einfach zügig. Ich werde euch dann einen Zeitstempel reinmachen, sobald es dann richtig losgeht, wenn es in der nächsten Folge ist. Auf jeden Fall hoffe ich, dass es euch soweit gefallen hat. Würde mich natürlich sehr freuen, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Dann werden wir
ja, eine letzte Chance machen. Begebt euch zum Eingang der Reliquias des Abaddon. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Wo müssten wir da überhaupt hin, dass wir das schon mal wissen? Ah, da in die Mitte. Da freue ich mich auf jeden Fall nächstes Mal drauf. Ich hoffe, du auch. Würde aber jetzt sagen, wir machen Schluss für heute. Möchte dir jetzt noch einen wunderschönen Tag oder eine wunderschöne Woche wünschen und würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.